Video auf meinem Kanal. Und wie ihr es euch gewünscht habt, werden wir heute Lasagne kochen. Und ich hoffe, euch gefällt das Video und lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich werde jetzt auch gar nicht so viel um den heißen Brei drum herum reden. Und los geht's. Für die Tomatendose brauchen wir eine Dose Tomate, zwei Zwiebeln, Pfeffer, Salz und 500 Gramm Hackfleisch. Jetzt habe ich die Zwiebeln schön klein geschnitten, die Tomaten aus der Büchse entfernt und das Hackfleisch und Salz und Pfeffer brauchen wir jetzt gleich. Und wir sehen uns gleich, wenn wir die Bechamelsoße machen. Als erstes macht ihr den Herd an. Dann tut ihr die 120 Gramm Butter in den Topf und lasst es schön schmelzen und ihr könnt auch ein bisschen nachhelfen mit dem Löffel. So, jetzt hat sich die Butter schön aufgeweicht und ist auch jetzt schön heiß geworden. Und jetzt tun wir schön viel Mehl rein, also schön auf die Butter machen, nicht zu wenig. Und jetzt kommt die spezielle Phase. Ihr müsst jetzt Milch reinmachen und dann mit dem Schneebesen total schnell rühren. Weil es dürfen sich unbedingt keine Klumpen bilden. Weil wenn es Klumpen sind, dann schmeckt es nicht gut. Also es muss... Ihr müsst da richtig schön alles durchrühren. Macht das vielleicht auch besser mit zwei Personen. Dann kann einer Milch reinkippen und der andere macht das schön mit dem Schneebesen durch. Weil das ist echt wichtig, dass da keine Klumpen entstehen. Und am Ende muss die Soße schön flüssig sein, weil am Ende sollen ja auch die Nudelplatten Flüssigkeit aufnehmen. Und dann schmeckt das total gut. So, und jetzt seht ihr die fertige Bechamelsoße. Jetzt kommen wir zur Zubereitung von der Tomatensoße. Und da macht ihr jetzt am besten erstmal Olivenöl rein. Ich hatte leider nur noch so ein anderes Öl da, aber ist auch egal, da habe ich Sonnenblumenöl. Auf jeden Fall tut ihr jetzt Öl rein und lasst es erstmal schön anbraten in der Pfanne, dass die Pfanne schön heiß ist. Und jetzt müsst ihr das Hackfleisch mit am besten zwei Gabeln schön klein machen, weil wir wollen ja am Ende auf der Lasagne eine Soße haben, die jetzt nicht so 2 Kilometer große Stücke hat, also soll schön klein sein. Und lass es dann, macht das alles total klein und lass es dann erstmal so ein bisschen braun werden. Das seht ihr auch gleich, dass das Fleisch schön angebratet wird und dann müsst ihr das immer nochmal umrühren und... Jetzt kommen die schönen klein geschnittenen Zwiebeln dazu und die müsst ihr jetzt auch nochmal schön unterverrühren und lasst sie auch nochmal ein bisschen anbraten. Und die müssen schön sein und jetzt tut ihr die Tomatensoße rein und vermischt es schön. Und am besten, wenn ihr Rotwein da habt, ich hatte leider keinen da, und Da müsst ihr jetzt den Rotwein, das nennt man ablöschen. Also wer es jetzt noch nicht weiß, was ablöschen bedeutet. Wenn ich jetzt heißes Hackfleisch habe, mit Zwiebeln und so, dann mache ich das in den Wein drauf und mache dann die Tomaten rein. Und dann lasse ich den Wein kochen und dass der Alkohol rausgeht, aber das schmeckt echt gut. Jetzt kommen wir zu dem Lasagne legen. So, ihr seht es jetzt ja gerade, ich mache gerade eine Schicht Tomate. Und das macht ihr am besten auch unten. Ihr könnt auch eine Bechamel-Soßenschicht machen, aber ich werde Tomate machen.
Und jetzt legt ihr die Nudelplatten drauf. Ihr könnt die egal wie drauflegen. Hauptsache, das bedeckt alles schön. Und die müsst ihr dann so knicken, dass auch jede Ecke mit so einem mit einer Nudelplatte belegt ist. Und wenn es alles schön ist, dann macht ihr jetzt die Bechamelsoße drauf und macht das gleiche mit der Bechamelsoße. Und wir sehen uns, wenn alles fertig belegt ist. Ihr seht jetzt, wir sind jetzt in der obersten Schicht angelangt und am besten macht man da mal eine ganze Schicht Bechamelsoße, aber ich hatte leider keine Bechamelsoße mehr. Und jetzt macht ihr schön Parmesan drüber, weil das macht man eben so. Das schmeckt auch richtig gut, weil dann der Käse schön im Ofen dann warm wird und sich dann drüber hält. Also es müsst ihr unbedingt nachkochen. Und wie gesagt, ihr macht jetzt schön, dass alles bedeckt ist, macht ihr schön Käse drauf. Und jetzt machen wir das mit die Lasagne für 30 Minuten. Könnt ihr plus minus 30 Minuten bei 180 Grad bei oberen im Backofen. Da sehen wir uns jetzt, wenn die Lasagne fertig ist. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr seht es, das ist eine richtig gute Lasagne geworden. Und wenn ihr sie mal nachmachen wollt, schickt mir gerne ein Bild auf Instagram, da heiße ich TheRealCTB. Und ich wünsche euch noch ganz, ganz schöne Osterferien oder auch ein schönes Osterfest. Und ja, bis zum nächsten Mal.